Mein Name ist Luise Walter, ich bin Expertin für neurozentriertes Training und ich zeige dir, was du aktiv sofort machen kannst, um Spannung aus der Kiefermuskulatur zu nehmen und gegen dein Zähneknirschen aktiv vorzugehen. Für die Übung stellst du dich aufrecht hin und achtest darauf, dass deine Knie nicht verriegelt sind, sondern locker sind. Achte auf eine schön gerade Wirbelsäule und atme für ein paar Atemzüge tief durch die Nase ein und wieder aus. Und fokussiere dich darauf, dass du deine Rippenbögen dabei ausdehnst. Ich nutze das Superband, weil ich damit einen dreidimensionalen Widerstand habe. Wenn du nicht so ein Superband hast, kannst du auch deine Hände in die Rippenbögen stützen und gegen deine Hände atmen. So ist es natürlich ein bisschen einfacher, weil ich mich jetzt darauf fokussieren kann, dass ich das Band mit der Einatmung ein bisschen nach vorne, ein bisschen zur Seite, ein bisschen nach hinten ausdehnt und bei der Ausatmung wieder locker lässt. Nimm noch zwei Atemzüge durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Und nochmal durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Wir beginnen jetzt mit der Kiefermobilisation. Achte dabei idealerweise darauf, dass die Lippen leicht geschlossen sind und dass du keine Spannung auf dem Schulternackenbereich hast. Schiebe dein Unterkiefer dafür erstmal nach vorne und hinten. Achte dabei darauf, dass die Wirbelsäule schön gerade bleibt und du schiebst den Unterkiefer nach vorne und wieder nach hinten und nochmal. Anschließend öffnest du den Kiefer und verschiebst ihn dann nach rechts und links. Und zum Abschluss öffnest und schließt du den Mund nochmal. Gehst dabei so weit in die Öffnung, wie sich das angenehm anfühlt. Schließt den Mund wieder und nochmal öffnen und schließen. Wenn du die Übung etwas intensiver haben möchtest, kannst du deinen Kopf ganz leicht nach hinten in den Nacken legen und auch dann nochmal Unterkiefer nach vorne und hinten verschieben. Nach rechts und links. Und öffnen und schließen. Komm dann wieder zur Mitte zurück. Und anschließend gehst du eine ganz leichte Beugung. Nimmst also dein Kinn leicht zum Brustkorb, auch hier nur so weit es angenehm für dich möglich ist. Und schiebst nochmal den Unterkiefer nach vorne und hinten. Schieb sie nochmal nach links und rechts. Und öffnest und schließt den Mund nochmal. Stellst dich dann wieder aufrecht hin, atmest tief durch die Nase wieder ein und durch die Nase wieder aus. Wir gehen jetzt zur Zungenmobilisation über. Auch da achte nochmal darauf, die Knie sind locker, deine Wirbelsäule ist gerade. Du nimmst die Zunge vor die Schneidezähne und versuchst während der ganzen Übung deine Lippen locker zu lassen und keine Spannung im Kiefer aufzubauen. Und dann fährst du mit der Zunge an den Zähnen entlang, erstmal im Uhrzeigersinn. Und anschließend entgegen dem Uhrzeigersinn. Atme auch dann wieder entspannt tief ein und aus durch die Nase. Wenn du das Gefühl hast, dass dir nicht genug Informationen hier vorhanden sind und dass dir die beiden Übungen sehr schwer gefallen sind, kannst du ein ganz einfaches Tool nutzen. Der C-Vibe gibt eine leichte Vibration. Das heißt, du drehst den an und gehst zuerst auf die rechte Seite. Und gehst dann in die Grundübung nochmal hinein. Öffnest also den Kiefer nochmal und schließt ihn. Das Ganze nochmal. Schiebst nochmal den Unterkiefer nach vorne und hinten. Kannst auch schauen, ob das auf der anderen Seite angenehmer ist.
und verschiebst dann den Kiefer nochmal nach rechts und links abwechselnd. Teste auch hier nochmal, wie sich das anfühlt auf der anderen Seite. Das Ganze kannst du auch nutzen für die Zungenkreise, um nochmal zu schauen, verändert sich die Wahrnehmung. Dafür nehme ich den C-Vibe sehr, sehr gerne an den unteren Teil vom Kinn. Und dann machst du die Zungenkreise nochmal. Du gehst also wieder mit der Zunge vor die Schneidezähne und fährst nochmal die Zähne gleichmäßig ab. Auch hier nochmal in die andere Richtung. Du wirst merken, durch die Vibration nimmst du die Bewegung noch mal viel, viel deutlicher wahr. Du kannst auch damit den Geschwindigkeiten ein bisschen variieren. Dann stellst du dich wieder aufrecht hin und atmest noch mal wieder gleichmäßig durch die Nase tief ein und durch die Nase wieder aus. Um jetzt noch die restliche Spannung aus der Nackenmuskulatur zu nehmen und deinen Kiefer und den ganzen oberen Bereich noch mal zu mobilisieren, machst du eine ganz einfache Kombination für deine Augen, für die Halswirbelsäule und den Schulterbereich. Am besten nimmst du so einen Vision Stick, streckst die Hand aus, fokussierst mit beiden Augen den oberen Buchstaben und dann atmest du tief ein und mit der Ausatmung rotierst du Augen, Kopf und Arm zur Seite, gehst nur so weit, wie es angenehm möglich ist und kommst zur Mitte zurück. Das Ganze nochmal. Augen, Kopf und Arm bewegen sich in derselben Geschwindigkeit und im selben Bewegungsumfang. Wechsel nochmal die Seite. Fokussiere mit beiden Augen den oberen Buchstabe. Atme tief ein. Und mit der Ausatmung rotieren wieder Augen, Kopf und Arm zur Seite. Komm langsam zur Mitte zurück. Das Ganze noch einmal. Augen, Arm und Kopf bewegen sich in derselben Geschwindigkeit. Und komm langsam zur Mitte zurück. Wechsel noch einmal Seite. Wieder beide Augen fixieren den oberen Buchstaben. Atme tief ein. Mit der Ausatmung gehst du nur nach oben. Und kommst langsam zur Mitte zurück. Und auch hier noch eine zweite Wiederholung. Augen bleiben die ganze Zeit auf dem Buchstaben. Und wechsel auch hier nochmal die Hand. Augen bleiben auf dem Buchstaben fixiert. Atme tief ein und mit der Ausatmung gehst du in die Beugung, also Blick nach unten, Kopf nach unten, Arm nach unten, nur so weit, wie du es stabilisieren kannst. Komm zur Mitte zurück und noch eine zweite Wiederholung. Komm auch hier wieder zur Mitte zurück. Atme nochmal entspannt und tief durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Fokussiere dich nochmal bewusst auf die Ausdehnung vom Brustkorb und von den Rippenbögen. Und atme entspannt, verlängert wieder aus. Und noch ein letztes Mal tief einatmen durch die Nase. Und tief ausatmen durch die Nase. Wie fühlst du dich jetzt? Merkst du die Entspannung im Kiefer? Und in der Schulter- und Nackenmuskulatur? Spürst du deine Kopfschmerzen überhaupt noch? Die Übung kannst du jederzeit in deinen Alltag einbinden. Speicher dir am besten das Video, damit du immer wieder zurückkommen kannst. Mehr Informationen zur neurozentrierten Training findest du auf arztneuro.com. Viel Spaß damit!